Der Hörmann hat eine Partei gegründet und wird jetzt der große Führer oder wie der Wegstehen. Es ist nun einmal so, dass unser Geldsystem Wenn man noch Wenn der Staat 2-3 Jahre keine Schulden macht, die Wirtschaft in dieser Zeit aber trotzdem weiter wächst, muss jemand anderes diese Schulden aufnehmen. Der Bürger, die Industrie. Umverteilung der Steuern im Rahmen einer kleinen elitären Schicht, die das Zentrum von 1% real effektiv macht von aller Inflation. Ja, meine Damen und Herren, einen recht herzlichen guten Morgen, guten Tag oder auch gute Nacht zu einer weiteren FM Signals Infoshow Video-Ausgabe. Mein Name ist immer noch Damian Granitsch aus dem schönen, immer noch frühlingshaften, frischen Stuttgart heute. Hier und jetzt am Donnerstag, den 29. März 2012. Ich möchte Ihnen ein weiteres Wechselkurspaar vorstellen. Und zwar habe ich heute mal den Canada Dollar Chief ausgesucht. Da ist er. Und möchte versuchen, ihn wieder wissenschaftlich methodisch auf den Punkt zu bringen. Okay, es ist wie gesagt Donnerstag, der 29. März 2012, der vorletzte Handelstag im dritten Monat 2012 oder ersten Quartal, 16.22 Uhr mitteleuropäischer Zeit, in Brüssel, Stuttgart oder aber auch Zürich, Frankfurt, beziehungsweise 10.22 Uhr in Toronto oder New York. So. Okay, hier haben wir Canada Chief. So, hier haben wir Canada Chief. Und wir sehen, wir sind in einer intakten Abwärtsbewegung. So.
mehr oder weniger an Tiefpunkten gelangt. Und um es gleich vorzuwegzulegen, ich denke, ich würde nicht gegen den Trend spekulieren, sondern mich dem Trend anschließen in dem Fall und auf weitere, auf tiefere Preise im Kanada Chief kalkulieren, spekulieren wollen. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit wäre größer. Wieso, weshalb, warum, möchte ich Ihnen kurz versuchen, wissenschaftlich, methodisch auf den Punkt zu bringen. Und zwar schauen wir uns mal hier die Höhepunkte, Hochs und Tiefs auf Jahresbasis an. Da sehen wir, dass wir hier aktuell zwischen dem 23.6 Fibonacci-Linie und 38.2 Fibonacci-Linie tendieren. Wie gesagt, Tendenz nach unten. Hier haben wir die 50er-Linie. So, hier 38er, 23er. So weit, so gut. Interessanter wird meiner Meinung nach, wenn wir uns mal den Monatshochs und Tiefs anschauen. Hier, da sehen wir, dass wir gestern und heute bereits, heute Morgen, bereits ja kleine neue Tiefs erklungen haben. So, und ja, ich gehe von weiteren Tiefs aus. Deswegen zielt heute die Handlungsmöglichkeit auch darauf ab, das Wechselkurspaar zu verkaufen. So, okay. Und wenn wir mal die Wochenbasis uns anschauen, sehen wir hier auch am Wochenverlauf neue Tiefs gebildet. Hier die 50er Linie, 76er, 23er, 38er. So weit, so gut. Ja. Interessant wird es meiner Meinung nach auch nochmal hier mit auf Tagesbasis und Wochenbasis. Hier sehen wir Wochenbasis intakt, Tagesbasis auch. Und interessant ist, dass auch dass immer Ausschläge über den Tagesdurchschnitt immer als Verkauf genutzt wurden. So, ich hoffe, dass wir heute, gestern, vorgestern und hier auch am Tag davor, also Preise über den Tagesdurchschnitt, tendenziell immer als Verkaufsmöglichkeit wahrgenommen im Wochenverlauf, und ich denke, dass es auch heute oder nächste Woche anhalten sollte. Keine größeren Tiefs, keine Massen, also keine Riesenbewegungen, aber tendenziell gehe ich davon aus, dass wir tiefere Preise sehen werden sollten. Und ja, von daher würde ich eben Preise über dem Tagesdurchschnitt mehr oder weniger als Einstiegsmöglichkeit nutzen. Natürlich können Sie auch heute hier und jetzt das Wechselkurspaar verkaufen bei 90,69, also 0,6970 hier, und schon auf neue Tiefs mindestens spekulieren. Ja, so. Okay. Ich habe auch noch mal ein paar Linien eingezeichnet, und zwar hier. Und zwar sehen wir hier, wenn wir schauen, zwei Wochen vor drei Wochen, hier das temporäre Hoch am 14. März. Und wenn wir das Hoch von der Vorwoche und letzten Woche zusammentun, dann sehen wir, dass wir hier in dieser Woche etwas rüber handeln. Wenn wir aber dann nochmal das Hoch von letzter Woche und diese Woche miteinander verbinden hier, da sehen wir, dass das hier auch ein schöner Abwärtstrend ist. Und das Ziel sollte eben sein, dass wir uns hier zwischen diesen zwei in der nächsten Woche aufhalten sollten. Wie gesagt, alles unter der Prämisse, dass der Abwärtstrend intakt sein sollte. Also wie gesagt, hier das Hoch in der Vorwoche und letzten Woche, beziehungsweise vor drei Wochen und letzter Woche, dieser Woche. Also letzte Woche, also diese Woche und letzte Woche, hier genau, und letzte Woche und vorletzte Woche. So, jetzt ist richtig. Okay. Und ja, Sie sehen auch, wenn wir diese Woche und letzte Woche die Hochs miteinander verbinden, dass das hier dann auch natürlich mehr oder weniger schöne Einstiegspreise waren. Wie gesagt, auch unterstützt vom durch Tagesdurchschnitt. Also tendenzieller Abwärtstrend. Nicht stark, aber wunderbar. Muss ja kein. Sowas ist mir lieber, ehrlich gesagt, als ein massiver Abverkauf. Okay, wie können wir das handeln? Wie können wir davon profitieren oder ein paar Pips verdienen, ein paar Euros verdienen? Ich habe hier mal
die Hochs von dieser Woche mal verbunden, hier einmal, dann das zweite, das erste, dann Wochenhoch, ersten Hoch, zweite Hoch, dritte Hoch, da haben wir diese drei Linien, diese drei Abwärtstrend, und dann habe ich mal jeweils eine Vertikale eingezeichnet und die würde ich dann eben als Stoppkurs benutzen wollen. Je nachdem, wie hoch Ihr Appetithunger ist, Risikohunger, hier bei 90,88, bei 91,08 oder aber eben hier bei 91,29, wobei ich von solchen hohen Preisen nicht mehr ausgehe, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir hier vielleicht nochmal zuschlagen könnten bei 90,88, vielleicht roundabout 91, aber dass es dann eher runtergeht. Wobei tendenziell, wie gesagt, ich Kanada-Dollar eher schwächer erwarte, den Chief aber nicht grundsätzlich stärker, beispielsweise gegenüber dem Dollar, denke ich, könnte sich auch eine Gegenposition vielleicht lohnen, also praktisch den Chief gegenüber dem Dollar kaufen, habe ich glaube ich gestern formuliert, und ja, gegenüber dem Kanada-Dollar verkaufen, so wären wir dann auch gegenüber dem Chief, wenn Sie so wollen, abgehatcht. Abgehatcht, also genau, hätten wir zwei Konterpositionen und ja, so wären wir auch auf der sicheren Seite.